Wenn die Lohnnebenkosten gesenkt werden, wird der Faktor Arbeit entlastet und die Nettolöhne steigen. Das ist ein altes neoliberales Märchen, das Unternehmer wieder mal neu verkaufen wollen. Stimmen tut es nicht. Eine Senkung der Lohnnebenkosten bringt nur den Arbeitgebern mehr Geld. Die Nettolöhne steigen dadurch aber nicht. Arbeitgeber zahlen Lohnnebenkosten, das sind zum Beispiel Beiträge zur Krankenversicherung, Familienbeihilfe, Arbeitslosengeld, Pension. Eine Senkung dieser Lohnnebenkosten hat aber Kürzungen im Sozialsystem zur Folge. Dein Chef gibt dann weniger für dich und deine Kolleginnen aus. Du bekommst aber nicht, wie behauptet, mehr netto vom Brutto. Im Gegenteil, die Gefahr, dass Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder andere Sozialleistungen gestrichen werden, ist sehr groß. Wenn also eine Lohnnebenkostensenkung gefordert wird, dann wird übersetzt mehr Profit für Arbeitgeber und weniger Leistungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gefordert.